Willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker, genau. Ich bin mit Makoros unterwegs und springe erstmal einen Abhang runter. Oh. Gut, kein Fallschaden. Na, ja, muss man da drücken, wusste ich gar nicht mehr. So, auf jeden Fall kann ich ja hier was reinsetzen. Aktiviere damit den Windkanal. Teilweise. Und. Ach, mit zu wenig, den gibt's ja auch noch. Egal, die habe ich ganz vergessen. Der bleibt jetzt mal da unten. Ich will erstmal zu diesem anderen Ausgang. Da wollte ich nicht hin. Da wollte ich nicht direkt hin. So ein Schmäler. Quasi bis er nicht von Fallschaden umgebracht wurde. Ein paar Bomben. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Das ist mein Kokos da unten. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Warte mal, da ist. Ja, hier oben ist ja sonst auch nichts mehr. Ich meine, da unten ist der Ausgang. Ich glaube, da ist gar nichts. Da ist einfach mal eiskalt gar nichts. Und da ist eine Kiste versteckt. Das war richtig schlecht. Ah, ich hab's geschafft, sehr gut. Ach, das geht doch ohne Feuer. Sag doch was. Ich mach mir hier die Mühe. Ja, da unten sieht man dieses kleine Teil, die sich jetzt hinher bewegen, dass die hier. Das waren die, die mich eben geschnappt haben. Nur zur Sicherheit. Ich will nicht nochmal runterfallen. Muss nicht sein. Schlimmer ist das, interessant ist ja, dass das mir trotzdem noch lieber ist als Geld. So, warte, jetzt geht zur Tür. Wenn hier oben alles erledigt ist. Ja, schrei nicht. Und zur Sicherheit Makoros auch nochmal hinterher. Um Gottes Willen. So, na. Wo muss ich überhaupt hin? Hier lang. Oh Gott. Ich wach. Muss ich auf den Wind warten, da klar? Ich brauche den Wind ja nicht. Ich brauche guten Wind. Der Auftrieb ist sowieso überbewertet. Und rein. Aha. Oh. Kein gutes Geräusch. Kein gutes Geräusch. Dann kann ich. Nee, nicht. Ich kann natürlich, glaube ich, auch so schon triggern. Ja, kann ich das mit dem ins Auge schießen? Ist eigentlich nur reinste Förmlichkeit, damit die mal stehen bleiben. Sich aber sowieso alle relativ zentral aufhalten. Muss das vielleicht sogar so gehen? Wenn ich nur aufhören würde, immer Eisenschuhe anzuziehen. Wenigstens freuen sie sich jetzt mal, wenn die Schaden bekommen. Und damit. Nee, das dauert zu lang. Okay, und ups. Okay, ich muss mich um den kümmern, weil sonst dauert das zu lange. Dann, bevor ich die andere treffe. Oh, gleich drei. Ich glaube, die haben sich gerade. Ja, die haben sich gerade gegenseitig, ja. Oder habe ich beide getroffen? Glaube ich nicht. Aua! Ist das eng? Oh, hi. Ah, stehen bleiben. So. Oh Gott.
Okay. Ah. Sehr gut. Was ist hier drin? Ein Schlüssel. Gab es irgendwo verschlossene Türen? Ich weiß es nicht, aber ansonsten gab es ja dann noch etwas, was es zu sehen gibt. Nämlich die Steine. Cool. Dann komme ich eh noch nicht hin im Moment. Da gibt es ja wieder irgendwas Verstecktes. Ne. Mal sehen, die Wampen fand sich dort. Wenn ich es geschickt anstelle, aber ich habe es nicht geschickt angestellt. Oh Gott. Nein, ich habe es überhaupt nicht geschickt angestellt. Lass mich, ich muss fliegen. Die Bombenwesen sind auch wieder gespawnt. Was soll denn das denn? Guck mal, ich muss mal ein bisschen. Ob ich ein bisschen Magie finde, ich glaube nicht. Ne, ich muss mich schon mal darauf vorbereiten, was gleich kommt. Auf das, was gleich kommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen eingeklemmt. Aua, unhöflich. So, Problem gelöst. Ja, der kommt jetzt, jetzt kommt mir ziemlich nah. Hatte ich ja nicht so viel von. So, erstmal Luft ist rein. Ah, es ist schon herrlich, dass es nicht mehr jedes Mal gespielt wird. Ich glaube, dein Problem ist, dass er überhaupt... Oh Gott. Dass es überhaupt nicht in den Windkanal hineinschafft. Dass er irgendwie einfach weggedrückt wird. Hallo. Sehr schön. So, wie war das denn hier nochmal? Ich habe es irgendwie vergessen. Musst du irgendwie wieder runter? Oh Gott, nein, nein, das tust du nicht! Puh, jetzt habe ich vor kurzem mal einen richtig Schreck gehabt. Dann nicht wieder zurücklaufen können. Friss! Oh. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich muss irgendwie so einen Knopf. Nee, ich muss es irgendwann hier drücken. Da muss ich aber. Da muss der aber mitkommen. Oh, um Gottes Willen, nein! Oh Mist, ich wurde ausgesperrt. Das Ganze aus der Distanz gemacht werden. Ich muss aber nur zielen können. Okay, so weit geht's dann doch nicht. Oh, okay. Doch, das müsste eigentlich. Muss das gehen, dass ich den mitnehmen kann? Ne, ich will ja nicht mal da hoch. Dann funktioniert das nicht. So, erstmal Gegner ausschalten. Den wollte ich nicht treffen. Und das wollte ich auch nicht machen. Spacko. Wo ist meine Reichweite raus? Und aufwärts. Müsste nicht jetzt reichen, oder? Ich liege einfach mal das Viech drüber. Okay. Wie auch immer. So. Ich setze jetzt hier runter weh, dann kann ich ja nicht da problemlos drüber gehen. Das hätte ich vorher mal machen sollen.
Hätte ich die Schwierigkeiten jetzt nicht mehr gehabt. Boah. So. Ruhig bleiben. Hoch, hoch, runter, rechts, rechts. Sollte weniger reden, mehr machen. Muss ich, glaube ich, will man auf die Welt auch noch mal wieder so weit durchziehen, bis ich den Dungeon in den Zähnen habe. Aber ich habe Hunger und Durst. Hunger und Durst. Und ich habe keine Lust, eine Pause zu machen. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum er nicht mitgekommen ist. Und der steht vor mir. Nein, ich habe den dritten Auge getriggert. Boah, das war knapp. Ah. Jawohl, schwarzen. Attacke. Moment. Moment, muss looten. Lass mich, ich muss looten. So. Was war das denn jetzt? Oh, ich seh's schon. Ah, der große Schlüssel. Der trotzdem dass er nicht weitergebracht hat. Noch nicht da weiter, wo ich weiter will. Allerdings glaube ich, da war noch etwas. Nämlich die Stelle, an der Markoros entführt wurde. Da war eine zweite Tür. Die Frage ist, wo führt die mich hin? Auf jeden Fall haben wir jetzt das mal. Den großen Schlüssel. Gucken wir mal die Karte durch. Ja, da ist noch dieser Raum. Der Raum führt ins erste Obergeschoss. Und das führt, und der Raum führt dann dorthin, wo oben das Gitter war. Da muss ich wahrscheinlich als nächstes lang. So, machen wir mal den Weg frei. Wo sitzt Markoros? Am Anfang des Raumes. Da hinten. Oh Gott! Willst du? Mitkommen. So, dann muss ich da hinten türen. Ja, perfekt. Perfekt. Das muss er noch mit. Nein, das bringt ja gar nichts. Da können wir in den Wohnsturm nicht rein. Oh Gott. Encounter Attacks. Nix. Oh fuck, oh fuck, oh no. Ja gut, der Wind zurück wie nach oben, das ist gut. Uff. Sehr schön. Ja, war fast ein bisschen gefährlich, weil ich musste immer noch kurz als ich eben noch runter nicht nach unten gleiten ließ, muss ich noch ein paar Mal drücken, damit ich nicht Encounter. Oh fuck. Und nach runter. Jawohl. Oh fuck, er spawnt Gegner. Nicht ernsthaft. Wo muss ich ihn damit treffen? Das macht ja kaum Schaden. Ich glaube, ich brauche die Pfeile. Back to the Pfeile. Oh fuck!
Wo ist er? Zeige er sich, dein... Du bist zum Fallen gewechselt. Ne, dein Sarg macht irgendwie kaum Schaden. Wahrscheinlich gar keinen. Ich glaube, der Mager macht keinen Schaden. Der macht keinen Schaden. Oder der hat ziemlich viel HP. Und dann Geist habe ich mit zwei Fallen getötet. Gut, dann sind wir zu Feuerfallen gegriffen. Was mit dir? Kollegen. Fliegst in der S-Form. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Das wollte ich eigentlich nicht, egal. So, kann ich mich hier hin und erken. Die Hälfte fällt wieder runter. Inklusive die Falle, die ich gerne hätte. Schade. So, das ist immer ganz gut, dass ich diesen entarken Kram machen kann. So, hier oben ist nix. Ne. Wow. Bumm. Gut, damit werde ich diese Folge auch erstmal beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Zauberwürfel-Gamer.